Jo Leute, was geht? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz schnell die Dark Aether Tarnung bzw. die Gold Tarnung für eine Waffe freischalten könnt, wenn ihr diese auf Level 70 gelevelt habt. Dann könnt ihr innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden eine Waffe komplett fertig machen und das Ganze auch nur auf Schiene Nummer. Falls ihr noch auf dem Kanal seid und solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und lasst dem Video auch gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Vorneweg nochmal die Information, ich habe schon einen kompletten Dark Aether Guide für der Anfang und Terra Maledicta gemacht, den könnt ihr euch auch gerne an der Stelle anschauen, aber ich empfehle euch Schiene Nummer zu spielen, da das Ganze ein bisschen mehr Spaß macht und dem klassischen Zombie-Modus auch ähnelt. Zusätzlich zum Waffenleveln kann ich euch auch nur empfehlen, spielt den Multiplayer und versucht nicht im Zombie-Modus die Waffen zu leveln, denn die Waffen im Zombie-Modus zu leveln, das dauert viel zu lange und da muss man halt auch mit mehreren Spielern zusammenspielen und maximal bis Runde 10 spielen. Und das kann ich euch alles nicht empfehlen, ist alles nicht so effizient. Geht am besten, wie gesagt, in den Multiplayer, spielt Shiphouse und dann könnt ihr eigentlich relativ schnell eine Waffe auf Level 70 bringen. Und wenn ihr dann in den Zombie-Modus geht, könnt ihr, wenn ihr genau das macht, was ich euch jetzt in dem Video zeige, könnt ihr die Waffe innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden auf Gold bringen. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum rum. Ich zeige euch jetzt, wie ich eine Waffe auf Gold spiele. Und jetzt viel Spaß, Leute. Wir nehmen jetzt mal die KGM. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Kein einziges Mal gespielt, ja. Hier sind noch alle Aufgaben frei. Und die werden wir jetzt mal auf Gold spielen. So, starten wir rein hier in Schiene Nummer mit der KG40. Und als allererstes, ganz, ganz wichtig, wenn man Tarnung grinden will, müssen wir den Krawallstarter anmachen. Dazu müssen wir alle diese Lampen in der richtigen Reihenfolge anschießen. Habe ich es richtig gemacht? Ja, dann siehst du hier diese Rune und zack. Einmal anmachen. Jetzt werden die Zombies extrem schnell. Das kann man aber immer wieder ausschalten, wenn es zu stressig wird. Aber mit der Waffe sollte es jetzt erstmal funktionieren. Hier kann man es auch deaktivieren. Am besten ist es halt einfach, ganze Zeit aktiv zu halten. Dann gewöhnt man sich an das Tempo der Zombies. Aber wenn man da Schwierigkeiten hat, kann man das auch ausschalten. Zum Beispiel, wenn es jetzt kritisch ist, gehst du hier hin, einmal draufdrücken, easy. So, in Runde 3 gehe ich dann immer erstmal hier runter und schau mal, was es hier gibt am Altar der Pakte. Denn man braucht auch die Packkills. Und wir nehmen Todesstoß. Das ist nämlich, wenn ich einen kritischen Abschuss mache, kriege ich zwei Kugeln wieder oder eine Kugel wieder. Und das zählt dann als Paktabschuss. Und jetzt mache ich bei jedem Headshot auch einen Packkill. Und somit können wir nebenbei diese Aufgabe auch abarbeiten. So, hier auf Schiene Nummer hat man zum Glück auch diese Bummkreischer-Runden. Deswegen muss man sich um die keine Sorgen machen. Hier kriegt man super easy die 100 Bummkreischer hin. Und wenn man dann wieder hier ein Opferherz hat, alle drei Runden, kann man sich wieder was holen. Und Todesdakiri könnt ihr euch auch nehmen. Würde auch zählen als kritischer Packkill, also wenn man auf den Kopf schießt. Und auf Controller ist das auch angenehmer, aber da ich auf Maus und Tastatur spiele und schon einen Pakt habe, der einen kritischen oder der einen kritischen Effekt hat, nehme ich den nicht mit. So, und wenn man sich die Zombies hier schön zusammensammelt, kann man alle gleichzeitig niedermetzen und kriegt hier auch diese drei schnellen kritischen Abschüsse. Und wenn man die Metzeleimedaille bekommt, hat man auch 10 schnelle Feinde auf einmal erledigt. Deswegen bei Schiene Nummer immer schön die Zombies sammeln und dann über den Haufen schießen. Und dann kann man richtig easy diese 10 schnellen Abschüsse machen. So, ganz wichtig, immer erstmal hier das Perk hier holen. Das gibt es das erste Mal gratis und beim zweiten Mal kostet 2500, aber lohnt sich auf jeden Fall auch direkt auf 2 zu holen, damit der nicht schnell down geht. Ganz wichtig, so schnell es geht, hier rüber gehen und Pack-a-Punch holen, wenn ihr auf Tarnung geht, weil dann macht ihr nämlich direkt Pack-a-Punch-Abschüsse, weil die Abschüsse, die ich bis jetzt gemacht habe, die 100, die zählen nicht zu den Pack-a-Punch-Abschüssen. Deswegen ganz wichtig, mal ganz schnell punchen, damit ihr direkt diese auch für die Pack-a-Punch-Tarnung machen könnt. So, wenn ihr dann hier seid, könnt ihr super entspannt die Zombies hier sammeln. Geht dann hier hin und hier könnt ihr die dann auch ganz entspannt alle niedermetzeln. Und ihr macht alle möglichen Tarnungen gleichzeitig, weil ich gerade Headshots mache für die Headshot-Kills, dann Paktabschüsse, ich mache die ohne getroffen zu werden, ich mache die 10 schnellen Abschüsse, ihr seht es ja alles. So, ich zeige euch das nochmal, hier alles gleichzeitig, schön die Headshots machen, damit das auch als Paktkill zählt. Dann macht ihr die 3 schnell hintereinander, wir haben schon 5x10 schnelle Abschüsse, Paktkills, wie gesagt, Pack-a-Punch-Kills, normale Kills,
Man macht eigentlich alles gleichzeitig und es ist relativ einfach. Normales Train, ganz entspannt. Hier hat man genug Platz und wenn man Rüstung braucht, kann man sich auch hier immer wieder Rüstung neu kaufen oder diese upgraden. Zwischendurch immer mal Zombies überleben lassen, dann gucken, was es hier, ob es hier neue Pakte gibt, denn alle drei Runden gibt es hier neue Pakte und es gibt schon einen legendären. Kritische Kunst, nicht kritische Treffer können mit höherer Wahrscheinlichkeit kritisch sein und zusätzlichen Schaden anrichten. Das kann man, glaube ich, auch benutzen, um Paktkills zu machen und in Kombination mit Todesstoß ist das sogar gar nicht mal so verkehrt und legendär auf Stufe 11 auch ziemlich gut. Immer darauf achten, was man hier für Pakte hat. Ansonsten einfach hier hingehen und sein Ritual upgraden oder seine Feldausrüstung upgraden und gleichzeitig kann man dann hier diese Hütten aufmachen, um die Perks alle einzusammeln. So, jetzt haben wir uns einmal alle Perks geholt. Ich würde euch empfehlen, auch hier das auf Stufe 2 noch abzugraden. Die anderen könnt ihr erstmal so lassen. Und jetzt können wir nochmal gucken, was es hier noch für einen Pakt gibt. Was haben wir? Unheiliger Boden. Sehr, sehr, sehr guter Pakt für Tarnung. Wenn man stehen bleibt, macht man Paktkills. Das heißt, einfach stehen bleiben und alles sind Paktkills. Und jetzt geht's hier weiter rein. Und jetzt macht man auch, während man steht, Paktabschüsse. Deswegen hier auch am besten stehen bleiben. 10x10 Schnelle haben wir schon. Und alle möglichen anderen Paktkills. Kills, Pack-a-Punch-Kills, kritischen Abschüsse machen wir natürlich weiterhin. Und das machen wir jetzt einfach bis Runde 30, 35 würde ich empfehlen. So, bei Zaballa lasst ihr am besten einfach einen Zombie überleben. Und dann killt die einfach auf ganz entspannt, weil die bleibt auch, wenn die Runde, wenn die neue Runde startet. Deswegen killt die in Ruhe. Gibt es hier was Feines? Unheiliger Boden auf 2. Sehr gut, nehmen wir direkt mit. Und natürlich auch zwischendurch die Waffe dann punchen, wenn ihr soweit seid. Habe ich voll vergessen. So, wenn ihr dran 30.000 Punkte habt, puncht die Waffe nochmal. Ich würde euch erst immer empfehlen, die Waffe komplett abzugraden und euch dann um die Perks zu kümmern. Weil man in den ersten Runden eigentlich genug noch aushält, dass man nicht unbedingt Juggernaut Stufe 4 braucht. Da reicht es, Juggernaut 2 zu haben und immer Rüstung zu haben. Und danach spart ihr für die Perks. So, in Runde 36 hat man dann 10 Sturmkrieger eliminiert und jetzt könnte man theoretisch schon die Runde neu starten, aber ich warte noch, bis ich die 2000 Pack-a-Punch-Kills habe und dann mache ich im Prinzip einen Exfil und dann gehe ich nochmal in die Runde rein und mache genau dasselbe und so kommt man dann relativ schnell ohne irgendwelche großen Umstände an Dark Aether und muss auch nicht der Anfang spielen, weil der Anfang macht natürlich keinen Bock. Und so kriegt man vor allem auch die Sturmkrieger easy hin. So, ich habe jetzt schon die 100 Mummkreischer in einer Runde gemacht. Also bei Shinonuma ist das überhaupt gar kein Problem. Sturmkrieger sind wir, glaube ich, jetzt bei 12. Ja, 12 haben wir. Also ich kann euch empfehlen, macht am besten bis Runde 40, nicht höher, weil es schon echt stressig wird. Ihr könnt auch bis Runde 35 machen. Da müsst ihr aber sehr wahrscheinlich 3 Runden starten. Also zweimal bis 35 und dann nochmal einmal bis, ich glaube, Runde 10, 12, 13, 14, 15 um den Dreh. Wir sind jetzt hier in der Runde bis 39 gekommen und ich zeige euch jetzt mal den Zwischenstand, wie es mit den Tarnungen ist. Wir haben die 800 kritischen geschafft, die 100 Boomkreischer, 50 schnelle, 30 mal 3 schnell hintereinander und die 20 aufeinanderfolgenden sind alle durch. Was uns also noch fehlt, sind ungefähr 2100 normale Kills, 2200 Pack-a-Punch, 900 Pack-Kills, 8 Sturmkrieger, 100 Kills mit 7 Aufsätzen und dann haben wir die Waffe fertig. Also es kann sein, dass wir das in der nächsten Runde easy hinbekommen. Die erste Runde hat um die Stunde gedauert. Das heißt, man kann mit der Methode, würde ich jetzt mal sagen, so in 2-2,5 Stunden kann man eine Waffe auf Gold machen. Und wir machen jetzt nochmal den Rest. 4000 Pack-a-Punch-Kills, Pestiman für 8 Waffenklassen, Goldene Viper für alle Sturmgewehre, alle Tarnungen. Wir haben es geschafft, Freunde. Das hat jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden oder so gedauert. Mussten halt einmal jetzt bis Runde 43 zocken und einmal, glaube ich, 39. Hier sehen wir die Dunkeläther-Tarnung, Pestdiamant-Tarnung. Also in 2 Runden kann man das machen. Aber ab Runde 35 wird es schon ein bisschen heftiger. Deswegen, wenn ihr da Probleme habt, einfach in Runde 35 Exfil machen. Und dann später wieder oder dann eine dritte Runde anfangen. Was solltet ihr in einer ähnlichen Zeit schaffen? Und damit habt ihr dann die Waffe auf Dark Aether, beziehungsweise auf Gold freigeschaltet.
Wir haben es freigeschaltet, 2,5 Stunden, Only Shinonuma, und ich denke, es ist vielleicht nicht die schnellste Methode. Ich glaube, auf der Anfang kann man das noch schneller machen, aber nur ein bisschen schneller, denke ich. Und vor allem macht es nicht so viel Spaß, also der Anfang macht nicht so viel Spaß wie Shinonuma. Und natürlich müsst ihr die Waffe aber erstmal vorher Level 70 leveln. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da oder schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welche Methode ihr benutzt, um Dark Aether bzw. die Goldtarnung freizuschalten. Das war's, haut rein, bis zum nächsten Mal.